Erster Einstieg ins ABV. Wie verknüpft man das ABV mit dem USP? Um als Unternehmen eine Airport-ID-Card beantragen zu können, muss eine aufrechte Geschäftsbeziehung zwischen dem Flughafen Wien und dem Unternehmen bestehen. Zuallererst muss das Unternehmen im Unternehmensserviceportal online registriert werden. Anschließend müssen in der ZÜB-Anwendung die Daten der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters für die erweiterte Zuverlässigkeitsüberprüfung eingegeben werden. Unter idcard.vienna-airport.com steigt der Antragsteller oder die Antragstellerin mit den Zugangsdaten ein. Diese kommen per E-Mail vom ABV-System, nachdem der VIE-Ansprechpartner den Prozess im ABV gestartet hat, indem er einen Auftrag angelegt hat. Beim ersten Login muss ein neues Passwort ausgesucht werden. Links befindet sich das Menü. Der Antragsteller oder die Antragstellerin klickt auf Personen, ID eingeben. Hier wird nun die ID-Nummer aus der ZÜB-Anwendung des USP eingegeben und anschließend auf Abschließen geklickt. Im nächsten Schritt wird ein aktiver Auftrag ausgewählt. Dieser Auftrag wurde vom VIE-Ansprechpartner im ABV angelegt. Zum Bestätigen auf Abschließen klicken. Nun muss der VIE-Ansprechpartner die ID-Nummer im ABV verifizieren. Erst danach kann der Prozess vom Antragsteller oder der Antragstellerin fortgeführt werden. Die weiteren Schritte werden im Video "Wie beantragt man als Unternehmen eine Airport-ID-Card im ABV?" erklärt.